Wie geht es weiter in diesem Land? Kann man der Politik überhaupt noch trauen? Und was sagen Börsen und Finanzmärkte zu der neuen Variante aus Südafrika? Wie ihr ja wisst, sind gerade die Finanzmärkte eigentlich ein sehr zuverlässiger Indikator für das, was uns in dieser Krise noch bevorsteht. Und um es gleich mal vorwegzunehmen, große Unsicherheiten aller Orten. Die Börse titscht hin und her. Es geht ganz einfach um die Frage, ob wir mit Omikron eigentlich the same procedure as every year haben. Also etwas, was wir schon kennen, etwas, was sich jedes Jahr erholt. Könnte das vielleicht ein Indikator sein, dass wir nie wieder aus der Krise rauskommen, weil alle 4 Monate etwas Neues gefunden wird, eine neue Variante? Aber kommen wir doch erstmal zu den drängendsten Themen. Die Politik hat heute einen, ja, praktisch Advents-Lockdown, so titelt die Bild gerade, für Ungeimpfte beschlossen. Das heißt also, Ungeimpfte dürfen am gesellschaftlichen Leben praktisch gar nicht mehr teilnehmen. Sie dürfen nicht mehr in den Einzelhandel, sie dürfen nicht mehr in die Kinos, nicht mehr zu Sportveranstaltungen und so weiter. Und es ist bisher noch nicht absehbar, wann diese Regel wieder aufgehoben wird. Gilt auf jeden Fall jetzt erstmal ja, in den nächsten Wochen. Das ist klar. Und war ja auch irgendwie absehbar. Katrin Göring-Eckardt fordert in der Zwischenzeit jedoch auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte. Also wie das gehen soll und wie das im Widerspruch zu dem steht, was die Politik einst versprochen hat, das kann jeder sich selbst beantworten. Denn der Politik kann man ja praktisch überhaupt nicht mehr trauen. Kommen wir zum Thema Impfpflicht und schauen uns an, was die Politik noch vor wenigen Wochen gesagt hat. Dann kann einem Angst und Bange werden, was in Zukunft noch auf uns zukommt. Ich zitiere zum Beispiel den Herrn Söder, der sprach sich im Deutschlandfunk noch, wann war es, im September, glaube ich, ganz klar gegen eine Impfpflicht. Außer es muss meine Brille, die ist runtergefallen, mal holen. Schauen wir uns doch mal an, was der Herr Söder, unser großer Scharfmacher, vor wenigen Wochen gesagt hat. Er hat gesagt, wir haben eine breite Diskussion schon einmal geführt und da gibt es auch keine Mehrheit dafür. Und das gilt auch einfach zu respektieren. Es ist ja auch ein starker Grundrechtseingriff. Ja, hat er recht. Das hat er gesagt im Deutschlandfunk, im Juli hat er es gesagt. Und nun sagt, ist Söder einer der größten Befürworter, Scharfmacher in Sachen Impfpflicht. Im Bericht aus Berlin sagte er noch jetzt am Sonntag, eine allgemeine Impfpflicht sei die einzige Chance, aus der Endlosschleife herauszukommen. Dann haben wir ja noch die FDP. Da war ja immer Kritik gegen eine Impfpflicht zu hören. Christian Lindner war einer, der immer gesagt hat, nee, geht eigentlich nicht. Und noch im September hat der FDP-Chef Lindner sich ganz klar gegen eine Impfpflicht ausgesprochen, hat gesagt, ich bin gegen eine Impfpflicht. Hat er gesagt, wo? Ich glaube, im Deutschlandfunk im September. Ich bin gegen eine Impfpflicht, auch gegen eine Impfpflicht, indem man Menschen, die nicht geimpft sind, den Alltag so schwer wie möglich macht. Das wäre eine mittelbare Impfpflicht. Seit gestern alles Schnee von gestern. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, könnte man sagen. Herr Lindner hat bekannt gegeben, dass er im Bundestag für eine Impfpflicht, ja, sprechen will, die votieren will. Die Grünen natürlich genauso und der Scholz auch. Der Scholz hat beispielsweise noch vor kurzem gesagt, dass er gegen eine Impfpflicht wäre. Und ihr kennt ja die ganze Geschichte. Jetzt ist er einer der größten Befürworter. Übrigens auch Herr Habeck und die ganze Grünen-Schar. Auch sie haben vor wenigen Wochen noch gesagt, Impfpflicht kommt für uns nicht in Frage. Und nun das krasse Gegenteil. Stellt sich die Frage, ob man Politikern überhaupt noch glauben kann. Und stellt sich natürlich auch die Frage, was die Impfpflicht noch bewirkt, wenn wir jetzt eine neue Variante haben. Es ist ja noch nicht bewiesen, dass die Impfung ja, gegen die neue Variante hilft. Und was sie mit den alten Varianten macht, das sehen wir im Moment auch. Also die Zahlen gehen ja dramatisch nach oben. Ich finde das ein bisschen unlogisch, muss ich ehrlich sagen, denn bei einer so hohen Impfquote müsste man eigentlich erwarten, dass sich das schon etwas auf die ja, infizierten Zahlen
auswirken würde, tut es aber nicht. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem neuen Katalog, der wohl, was ich jetzt nächste Woche rauskommen soll, was alles gilt und was alles nicht mehr gilt. Den Katalog habe ich euch hier, die neuesten Maßnahmen, die dann gelten, gleich mal unter diesem Tube verlinkt. Und das sieht gar nicht gut aus für sogenannte Ungeimpfte. Also sie müssen praktisch draußen bleiben. Sie können nicht mehr einkaufen gehen, nur noch das Notwendigste, ich glaube, in die Supermärkte dürfen sie noch rein. Aber die Frage ist natürlich, wie lange noch? Denn wir sehen ja, dass die Politik ziemlich hart am Rad dreht. Das könnten sie dann auch noch ausschließen. Also der Katalog, wie gesagt, dessen, was da für Ungeimpfte beschlossen worden ist, gleich hier unter dem Tube. Und ich kann euch eins sagen, es wird wahrscheinlich nicht die letzte Maßnahme sein, die beschlossen wird, aber die letzte, die uns Merkel eingebrockt hat. Und alles, was zuvor in irgendeiner Weise je versprochen wurde, davon kann man getrost ausgehen, wird in Zukunft wahrscheinlich nicht gehalten und ins Gegenteil verkehrt. Und die Frage ist natürlich auch, ob es einen neuen Generallockdown gibt, haben wir ja im letzten Video schon besprochen. Und da hat sich ja die Politik zunächst mal ein bisschen zurückgehalten, weil sie das Ergebnis des Bundesverfassungsgerichtes abwarten wollten. Und das hat, oh Wunder, dann doch gesagt, die Bundesnotbremse war rechtens. Sie war rechtens. Das ist, glaube ich, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Habert heißt er, glaube ich, ist ja ein enger Freund von Frau Merkel. Die wurden auch schon zusammen beim Dinner gesehen und so weiter. Und überhaupt wurde der von der CDU als Verfassungsgerichtspräsident sozusagen implementiert. Das wirft einen starken Schatten auf die Urteile, die man von der höchsten Instanz des deutschen Gerichtswesens überhaupt noch erwarten kann. Also ich habe das Gefühl, der Politik kann man nicht mehr trauen. Und bei den Gerichten, auf die Gerichte, können wir uns auch nicht mehr richtig verlassen. Das wird noch ganz schön haarig hier in der nächsten Zeit. Die Frage ist natürlich jetzt, wie es weitergeht mit der neuen Variante. Es ist ja noch gar nicht richtig raus, ob die Impfstoffe und die Mittel, die wir jetzt haben, überhaupt dagegen wirken. Die ersten Hinweise darauf sind, dass sie es nicht tun. In diesem Zusammenhang ist es noch widersprüchlicher, dass die Politik nun auf eine Impfpflicht beharrt. Ich würde ja sagen, lass uns erst mal testen, ob dieses Zeug überhaupt wirkt. Und der Chef von Moderna, also einer dieser mRNA-Hersteller neben BioNTech, hat sich vor 2 Tagen schon in einem Interview bei CNBC geäußert und gesagt, also wir wissen da noch gar nichts. Wir brauchen erstmal neue Hinweise, wir müssen untersuchen und so weiter. Und dann hat er noch gesagt, dass es so aussehen würde, als wenn diese Impfstoffe eben nicht wirken würden oder nur gering wirken würden gegen die neue Variante. Und daraufhin sind die ganzen Börsen erstmal auf Tauchstation gegangen. Die Finanzwerte, die Börse, die Aktien, alles nach unten. Und wir sehen also im Moment an den Finanzmärkten auch, dass das eine sehr, sehr zittrige Veranstaltung ist. Also man hat das Gefühl, als wenn wir hier alle wieder auf Los gesetzt würden. Also das Spiel ist vorbei und es geht jetzt wieder von vorne los. Genauso wie vor 2 Jahren mit ganz großen Unsicherheitsfaktoren, die uns da alle begleiten. Einziger Trost ist, dass es erste Hinweise gibt, dass die neue Variante wahrscheinlich nicht so schädlich ist, nicht so aggressiv ist, womöglich milder verläuft. Das ist jetzt unsere große Hoffnung, dass sie das auch tut. Die ersten Daten aus Südafrika weisen darauf hin, dass diese neue Variante offensichtlich nicht so aggressiv ist. Und das wäre schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht sind es dann eher so harmlose Grippe- oder Erkältungserscheinungen, die da mit einhergehen. Das hoffen wir alle. Sonst gehen wir hier wirklich in die Endlosschleife und die Politik dreht dann irgendwann völlig durch und steckt uns alle in den Keller, ohne dass es irgendwie helfen würde. Und die Tatsache, dass ihr mich jetzt hier in Berlin seht, zeigt ja auch, ich wollte eigentlich nach Südafrika, aber
Das haben sie ja uns jetzt vermasselt, da kann man jetzt nicht mehr hin. Die Leute in Südafrika sind komplett am Ende, also auch traurig, auch frustriert. Die ganze Tourismusindustrie liegt dort brach. Da ist ja schon letztes Jahr keiner gekommen und sie verstehen die Welt nicht mehr. Es ist so, dass sie dort freies Leben haben und der südafrikanische Präsident hat gesagt, also wir verschaffen hier gar nichts. Wir wissen ja nicht, wovon er spricht. Das neue Ding gibt es zwar, aber es bedeutet ja nicht, dass es also in Südafrika entstanden ist. Es kann ja auch ganz woanders entstanden sein. Nur haben sie es nur ausgerechnet in Johannesburg gefunden und haben dann sofort die Grenzen dicht gemacht, die Länder drumherum, also insbesondere Europa und Amerika, Flüge abgesagt und so weiter. Also das ist völlig unverständlich. Hier hätte man doch ein bisschen behutsamer reagieren können, um auch Schaden von dem Land abzuhalten. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat die Frau, die diese neue Variante entdeckt hat, gesagt, also beim nächsten Mal werden wir uns das ganz genau überlegen, ob wir diese Informationen überhaupt rausgeben, wenn wir dann so abgestraft werden, wie das aktuell mit Südafrika und den anderen Ländern im südlichen Afrika überhaupt passiert. Denn es zeigt sich ja jetzt, dass diese neue Variante eh schon fast überall ist und sie wird sich auch wahrscheinlich leichter übertragen. Die Hoffnung, wie gesagt, ist, dass sie eben nicht so aggressiv ist. Und das scheint sich jetzt auch abzuzeichnen. Und der Indikator, den ihr da habt, das ist eben die Börse, das sind die Finanzmärkte, das ist die Wirtschaft. Und ich denke, wenn diese neue Variante tatsächlich als extrem gefährlich eingestuft würde, dann hätten wir hier wieder eine Art Börsencrash, so wie wir das im letzten Jahr auch schon gesehen haben, im März, April, als wir alle Hoffnung verloren haben. Aber im Moment hält sich die Börse noch ganz gut und die Aktien auch. Das könnte ein Zeichen sein, dass die Sache sich vielleicht doch am Ende entspannt. Aber es bleibt beim Lockdown für Ungeimpfte sozusagen. Die werden es schwer haben in Zukunft. Es bleibt bei weiteren Restriktionen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Lockdown für alle kommt, dass es Kontaktbeschränkungen gibt, auch für Geimpfte. Diese soll es übrigens für Ungeimpfte auf jeden Fall ab nächster Woche wohl geben. Die dürfen sich nur noch mit ein oder zwei Personen treffen. Also den ganzen Katalog des Wahnsinns habe ich hier unten verlinkt und wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hinterher dazukommen. Die Presse jubelt schon und findet diese ganzen Maßnahmen ganz, ganz toll. Und die Politik wird wohl in den nächsten Wochen dann auch zur Impfpflicht tendieren, beziehungsweise eigentlich ist sie ja schon beschlossen, wenn man sich die Medien so anguckt und die Politikäußerungen, die ich euch eben gezeigt habe, da gibt es wohl keinen Weg mehr dran vorbei. Aber man muss sich das wirklich mal überlegen, was hier abgeht in dem Land. Noch nicht mal in China gibt es eine Impfpflicht. In China gibt es auch keine Impfpflicht. Und da hat ja angeblich alles begonnen. Und interessant ist auch, dass China nicht mit Moderna und mit BioNTech impft. Die haben da ihre eigenen Sachen und bestehen auch darauf, dass sie mit ihrem eigenen Zeug da impfen. Aber es gibt keine Impfpflicht in der größten Diktatur dieser Welt. Die haben wir aber demnächst bei uns und die Interpretation dieser Vorgänge und dieser Entwicklung überlasse ich euch selbst. Folgt uns auf Telegram, hier immer aktuell informiert zu Wirtschaft und Politik, MM News offiziell, der Link gleich unter diesem Tube.